Test, 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 1, 2, Test, Test, Test. Hallo, hört ihr mich? Dann lass mal die Bude mal warm laufen. So, passt denn die Kamera überhaupt? Jo, Leute, willkommen zu dem Video, das allererste Video 2023. Die allererste Fahrt, die ich mit Fahrbahn noch überhaupt nicht gefahren gehabt. Ja, es ist ein bisschen frisch auf die Berge, sieht man nur, liegt Schnee. Aber bevor das Wetter schlechter wird, den nächsten Tag, wollte ich halt unbedingt eine kleine Scheibe fahren. Ja. Das ist under the police. Testfahrt, wieder Einfahrenfahrt machen, dass ich wieder reinkomme. Das Video wird aber jetzt nicht allzu lang gehen. Von einfach mal schauen, dass ich wieder ein bisschen reinkomme, ob alles passt. Ich habe aber Umbauten gemacht, dazu später. Einfach mal schauen, dass es wieder rund läuft, ob es passt. Einfach so eine Testfahrt machen. Die Kamera, ob die passt. Neue Handschuhe, wie man gekauft kommt. Die müssen auch erst einmal eingetragen werden, sag ich mal. Weil mit den letzten zwei Handschuhe, was ich gehabt habe. Oh Mann! Neue Handschuhe bräuchte ich auch mal. Genau. Das waren so billige 20 Euro Handschuhe. Zwei Jahre lang haben sie gehalten gehabt. Jetzt habe ich mal neue gekauft. Oh Mann! Deswegen fahren, dass die eingetragen werden. Ja, vielleicht nicht die beste Idee halt zum Fahren, weil ihr. Ja, weil ich gesundheitlich ein bisschen umgeschlagen bin, aber wir fahren ja nicht weit weg, werde jetzt kein langes Video, wie gesagt, nur mal schauen, ob es passt und einfach für mich, dass ich mal wieder ein bisschen reinkomme, auch mal wieder ein Video machen, jetzt ist einfach nur ungewohnt, dass ich da einfach mal wieder ins Motovloggen, ins Motorradl fahren, dass ich da ein bisschen reinkomme, lange, lange war es her, aber ehrlich gesagt, die Zeit zwischen September und jetzt, es ist eigentlich relativ schnell vergangen, meiner Meinung nach. Wie war das für euch vor CA? Schreibt es in die Kommentare. Wie überbrückt ihr den Winter? Macht ihr Winterurlaub? Wollt ihr den Winter oder sagt ihr, ihr hasst den Winter? Also ich bin Wintertyp, Kälte mag ich ja überhaupt nicht. Absolut kein Fan von. Du musst dich warm anziehen, es ist kalt, es ist rutschig. Kleine Nebenstory an der Stelle. Im Winter habe ich mit dem Auto, ja, es war ein kleiner Unfall, sage ich mal. Glatte Straße, im anderen eingerutscht, aber jetzt keine große Sache gewesen. Nur wollen jetzt 2-3 Kratzer, Lackstift drüber und alles gut. Wäre mir im Sommer nicht passiert. So, heute mal nichts übertreiben. Allererste Fahrt, muss ja auch erst einmal wieder reinkommen. Halbes Jahr ist nicht ohne. Dann werde ich im nächsten Video einfach mal ein bisschen was erzählen, was im Hintergrund schon alles in Planung ist. Voice Crack, weil heuer geht es nämlich auch wieder, ja, nach Süden. Gebucht ist schon, Strecken stehen fest, was wir uns vorgenommen haben, aber wie gesagt, es wird nicht so wie letztes Jahr, es wird keine Woche werden. Wenn es gut läuft, was geplant ist, werde ich vielleicht Ort zwei Motorradl heuer wieder fahren, wie ich es letztes Jahr mit der Tidere gemacht habe. 200 Kilo, uiuiui, ist schon gerät, uiuiui. Aber so, es ist ungewohnt. Auto, Blinker, gehen die? Oh, gut, genau. Aber der Rest, der kommt alles von der Lore. Das kommt mit der Zeit, was hier alles ergibt für Videos. Aber eins nach dem anderen. Es ist ja nur Zeit. Wir haben es jetzt Anfang April. Gar keinen Stress. Immer mit der Ruhe. Pressiert? Ja, nur gar nichts. Genau, heute nur mal ein kurzes Video. Eine kleine Bestandsaufnahme machen wir dann nur vom Motorrad. Was sich geändert hat. Was alles neu dazugekommen ist über den Winter. Aber dazu demnächst auch mal mehr. Alter, ich bin morgen safe krank. Alter, Motorrad fahren, es ist über den Winter, das war teilweise schon echt hardcore. Wo ich mir denkt habe, hack und zack, würde ich jetzt gern fahren. Aber Salz, Kälte, nass, das kannst du knicken bei uns. Wenn du müsstest irgendwo, wo nicht, wegfliegen, Süden, Motorrad ausleihen oder irgendwie mit dem Bus, Anhänger, das Motorrad selber mitnehmen, wäre auch geil. Aber Zeit, Geld, es ist schwierig. Ach ja, was mir gerade noch einfällt, wir haben Juni, haben wir Erzberg unten, aber jetzt, wir fahren nicht selber. Dafür ja, haben wir die Skills nicht, sag ich mal. Das ist das allererste Mal, dass ich Erzberg unten bin, einfach nur mal zum Zuschauen, wie das ist. Und da ist meine, Schrägstrich, unsere Frage an euch. Ich weiß jetzt nicht, wie interessant das Ganze da wird. Quasi, wir haben ja auch noch Zuschauer. Wollt ihr, dass wir von dem Roadtrip, am Freitag, glaube ich, haben wir unten, das ganze Wochenende, ob wir dazu ein kleines Video machen sollten? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, wenn ihr nichts in die Kommentare schreibt, dann, ja, dann lassen wir das Video da unten sein. Weil, ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie spannend das Ganze da wird. Ob man sich das anschauen kann oder nicht, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ob ihr jetzt sagt, jo, Alter, mach ein Video oder nö, lösch dich. Na, oder ob wir kein Video machen sollten. Wenn wir kein Video machen, ist auch nicht so dramatisch. Aber
was ihr machen könnt, wenn ihr ein bisschen was singen möchtet, dann könnt ihr uns gern auch auf Instagram folgen unter Rideout Bavaria, weil dort bestimmt die ein oder andere Story zu sehen sein wird, auch jetzt von den Videos, quasi so eine Art Sneak Peek, bevor die Videos überhaupt geschnitten werden, quasi vorab oder wo wir unterwegs sind. Könnt uns gern einmal folgen, aber wenn vielleicht in der letzten Zeit weniger Content, sag ich mal, auf Instagram zum Singen war. Also es war Winter, Saison geht es wieder los, fahrt vorsichtig, auch an euch aufpassen. Aber wie gesagt, dürft gerne mal vorbeischauen für, ja, vorab Einblick in der nächste Mal. Dann machen wir mal eine kleine Bestandsaufnahme. Genau, der aufmerksame Zuschauer wird schon gemerkt haben, wo sind die? Über den Winter ist jetzt mit der Zugkämmer ein Öltemperatursensor und ein Hitzeschutzblech. Aber zu den beiden gibt es demnächst ein Video. Na, auf dem wir markhaft. Wow! Neue Roffenbrei hat ja. Passiert aber noch nichts. Zudem habe ich auch letztes Jahr ein Video hochgeladen gehabt. Verlinke ich euch oben rechts. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und generell schaut einfach auf dem Kanal einmal durch. Da habe ich die ganzen Umbauten, sage ich mal, bis auf Blinker, bis auf Dekor, habe ich ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch anschauen oder schaut auch gerne das allererste Video, was ich euch auch oben rechts verlinken werde, wo ich die Maschine einfach mal vorstelle. Auf alle Fälle, und was heuer alles geplant ist, das kommt auch in den nächsten Videos einmal. Na, wie gesagt, heute nur einmal ein kurzes Video. Spart euch schon Öl nach, kleine Bestandsaufnahme. Okay, passt euch. Jetzt liegt es nur noch an mir, dass ich reinkomme wieder ins Fahren. Aber erste Fahrt wollte ich unbedingt mit euch geteilt haben, mehr oder weniger. Das ist jetzt, ja, das Video ist jetzt nicht so actionreich, aber ja, mei. Zeit, dass einmal wärmer wird, mir am Arsch, Alter. Genau, so Freunde, allererstes Video. Wie gesagt, nichts Spannendes auf Instagram. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ein Follow dalassen. Würden wir uns sehr freuen. Genauso wie auf dem Kanal. Abo dalassen, Glocke aktivieren und ja, schreibt es in die Kommentare, ob ihr sagen wollt, ob wir Erzberg ein Video machen sollten oder nicht. Falls ihr nichts schreibt, dann werden wir kein Video machen, weil das ist mal irgendwie, ja, unter die vielen Leid. Irgendwie, ich find's schon recht unangenehm. Genauso wie jetzt, wenn mir jetzt einer hört, ist, ich muss da echt wieder reinkommen. Videos machen. Anyways, wenn dir das Video gefallen hat, Abo da lassen, Like da lassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Video.